So, Leute, da sind wir wieder. Sicher und mit allen Autos daheim in einer neuen Folge von Let's Play Mafia 2. Ciao, Mafiosi! Und, nochmal Hände waschen. Der Joe hat ja gut getankt. Das ist ja auch sonst ein bisschen eklig. Haben wir eigentlich auch eine Dusche? Ich meine, hier ist ein Bad. Ja. Aber ohne Dusche. Man sollte ja meinen. Oder hier ist doch keine. Nö, ist ohne Dusche, ohne Badewanne. Ja, hygienischer Mensch. Ach komm, nach der ganzen Aufregung hier Leiche entsorgen und so Zeug. Mal eben. Lecker. Nee, Cola nicht. Watching our carbs und so. Lieber einen leckeren Klassiker mit Schinken und Käse. Und dann geht's ab ins Bettchen. Tür zu. Und auf geht's ins Bett gelegt. Während draußen schon langsam wieder Morgen wird. Kurze Nacht, die wir hier haben. Und da sind wir schon im nächsten Kapitel. Kapitel 11. Ein Freund von uns. Klingt ja an sich ganz gut. Villa Scaletta, 27. Juli 1951. Wer zum Teufel ist das? Wer zum Teufel ist das? Neue Grafik freigeschaltet. Sieh im Hauptmenü nach. Mache ich dann später mal? Kann man das ja auch aufmachen? Vielleicht ist hier, ja? Ja, hier ist eine Badewanne. Hey. Ah, und eine Dusche. Ja, geil. Ist hier Dye? Was ist denn Dye? Ach, das ist doch hier zum Färben eigentlich, oder? Heißt Dye nicht färben? Ich meine Dye hieße färben. Ziehen wir uns erstmal was an. Nehmen wir das dunkle Hemd. Und schauen mal, wer das ist. Was gibt's denn? Hey, ach, Vito, der ist das. Lang nicht gesehen. Stimmt, lange her. Alter Schmierlappi. Lass trinken. Nehmen wir mein Auto. Henry, den haben wir ja im Gebäudekomplex gesehen. Der hatte eigentlich auch nur Glück, dass wir ihn nicht mit in die Luft jagen mussten. Schöne Villa Scaletta, gefällt mir gut. Bin da. Also ich dich fahren, oder was? Scheißschuh. Tja, dass Clementi tot ist, weißt du wohl. Wie alle anderen auch. Ich war indirekt dran beteiligt. Wegpunkt entfernen. Mach ich doch. Ach, jetzt ist er weg. Hör mal, Vito. Ich weiß, dass Falcone was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöschen will. Und was geht mich das an? Naja, also... Wir sind ein paar nette Autos in der Nachbarschaft. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat. Ah, du Idiot. Das ist mir doch scheißegal. Ich könnte mir auch vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Was, du willst bei uns einsteigen? Ja, und da du für ihn arbeitest, dachte ich, dass du... Könntest du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. Joe und ich können für dich bürgen. Danke, Vito. Ich hoffe mal, dass das der hier, gut bei mir. Hoffe mal, dass der hier nichts plant, irgendwie sich hier einzuschleichen und? Oder so. Wie läuft's so? Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Kleiner Lügner. Die Gruppe von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach, scheiß drauf, irgendwie so. Ja, wo kommt blöder Arsch? Ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Das stimmt. Ja, davon habe ich gehört. Ach, und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so. Ich und Joe waren damals unterwegs, was für unseren Boss erledigen. Mehr sage ich dazu nicht. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Mach dir nächstens eine bessere Tarnung zu als den peinlichen falschen Bart.
Ihr zwei Idioten wart meilenweit zu erkennen. Also könnten wir nicht ein andermal darüber reden? Und am besten gar nicht mehr? Ja, schwamm drüber. Hast nur deine Arbeit gemacht. Hat uns erkannt und nicht verraten, dass... Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in einer anderen Branche besser aufgehoben wärst? Ändert ein bisschen meine Meinung. Nicht wirklich. Dies hier ist mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ja, Taxifahren könnten wir wahrscheinlich auch, so oft wie wir hier die Leute rumkopieren müssen. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Da bist du ja bekloppt. Sieh mal, Joe ist zuverlässig. Aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich vertritt. Du verstehst? Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Ja, der Joe macht dann manchmal so Aktionen wie vorhin die. Hey du Genie, rot heißt Stopp. Ach komm. Weißt du, hier, fetter Mafia-Typ und dann geht's hier, Alter, rot heißt Stopp, kannst du doch nicht machen. So ein Idiot. Hey du Genie, rot heißt Stopp. So ein weiser Mann. Mal gucken, dass er uns erkannt hat, das macht mich auch weniger misstrauisch, dass er uns erkannt hat und nicht verraten hat. Er hat praktisch zugelassen, dass wir seine ganze Familie umnocken. Jetzt merkt er nicht schon wieder, weil er rot war. Guter Mann. Und, glaube ich jetzt ein bisschen eher dran. Dass das vielleicht nicht so der schlechteste Kerl ist. Und er hat uns ja auch ein bisschen geholfen, ne? Aber in den früheren Folgen könnt ihr noch vorbeischauen. Das müsste so 1 bis 10 oder sowas sein. Aber ja, er war halt immer sehr loyal gegenüber seinem Chef und hat uns dann auch ein Stück weit ja mit ans Messer geliefert. Ich würde ihm dafür jetzt nicht die Alleinschuld geben, aber beteiligt war er schon dran. Okay, andere Straßenseite. Ihr wollt was trinken gerne. Okay, ich will mal gucken. Wir parken einfach mal so rotzig. Nach dir? Nach mir? Nach mir, wie es aussieht. Hey. Hey, Vito. Okay. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier. Gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Wo ist Joe? Er war eben noch hier, ist gerade raus, wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ach, ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Joe ist echt ein bisschen instabil. Ist, mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann. Unser Boss ist recht sympathisch. Wer ist der? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay. Er baut keine Scheiße. Okay, er soll mal vorbeikommen. Tja, er wäre gerade hier. Tatsächlich. Na gut, bring ihn her. Ja, wir verstehen schon richtig gut hier mit dem. Eddie, Henry Tomasino. Henry, das ist Eddie Scarpa. Sehr erfreut, Mr. Scarpa. Sag nicht Mr. Scarpa, meine Freunde nennen mich Eddie. Komm, setz dich, Tomasino Henry. Ist stilistisch uns also, immer noch überlegen. Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Und was früher mal war, ist Schnee das von gestern. Eine kluge Einstellung. Aber zuerst mal, Henry. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas hier raus. Aber ich war mal mit Luca Guarino bei Leo Galanti. Und Luca erzählte dauernd, Falcone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufhetzen. Diese Drecksau. Der dealt doch garantiert selbst, aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen. Er weiß genau, dass Vinci was dagegen hat. Wahrscheinlich hat er den Alten eingeseift. Aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank.
Aber erstmal müssen wir Galanti beseitigen. Ohne den ist Frank erledigt. Leo? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der seine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen, was er drauf hat. Nein, doch nicht Leo. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Wenn das heißt, dass ich dann dabei bin, klar. Einverstanden. Beseitige Leo. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück. Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Was meinst du? Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Leo war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Dann musst du wohl auf Vito verzichten, Henry. Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Leo wohnt in Highbrook. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. Okay, dann mach dich auf die Socken. Bis später, Eddie. Kann doch nicht Leo umlegen. Gut, dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt wird, keiner uns verdächtigen. Ich glaube nicht, dass Henry es vermasselt. Umso besser. Tja, Vito, sonst habe ich heute nichts für dich, aber komm morgen wieder, okay? Ja, bis dann, Eddie. Bis dann. Ich will ja nicht, dass der Leo stirbt. Meine Leo. Ja, Gott sei Dank, wo haben wir das ganze Geld her? Meine Güte. Finde ich aber gut, dass wir den Anstand haben, hier Leo warnen zu wollen. Okay, wir sollen schnell zu Leo. Schade, sonst hätte ich hier noch ein bisschen was abgezogen. Mit den geilen Wagen hier. Ist zwar alles voller Polenta, aber wenn wir schnell genug sind, dann müsste das klappen. Oh, das ist ein etwas besserer Wagen. Ein paar mehr Schlösser. Hat aber geklappt. Ein paar mehr Bolzen. Scheiße, wir sind ja richtig in der Zeitbredouille. Wo müssen wir denn hin? Wo ist denn Leo? Da oben. Puh. Direkt rechts. Na komm. Das müsste aber, glaube ich, ein relativ guter Wagen sein, den wir uns hier geholt haben. Ist ein bisschen abgefrackt. Ich denke mal, er wird für unsere Zwecke reichen. Hoffe ich zumindest mal. Ich würde mal noch ein Auto aus der Nachbarschaft klauen, aber da bleibt jetzt keine Zeit mehr für. So, mal anständig an der Polizei vorbei, aber jetzt wieder pacen. Wir müssen hier wirklich einiges in die Eisen steigen, weil, also ich finde es super, ich mag Vito echt voll. Wir denken häufig das Gleiche, aber ich meine, das kann jetzt nicht sein, dass jetzt hier Leo getötet wird, ne? Also ganz ehrlich, da wäre es mir lieber, wenn dieser Tomasino, der alte Schmierlappen, so netter auch an sich Kern ist, ne? Er ist halt einfach ein relativ gewissenloser Kerl. Vielleicht nicht gerade der allersympathischste, gerade im Vergleich zu Leo. Ja, komm schnell, mach Platz, dummes Auto. Die Hälfte der Zeit ist fast um, kommen aber, glaube ich, ganz gut voran. Auch weil die Polizeipräsenz gerade nicht so groß ist. Und wir haben hier, glaube ich, tatsächlich ein recht gutes Auto ausgewählt. Um hier möglichst schnell zu Leo zu kommen. Die Sache ist natürlich, dass... Ich meine, wir kennen unsere Jungs ja, mit denen wir da gearbeitet haben, ne? Ich glaube nicht, dass das ohne Folgen bleibt, wenn wir hier Leo jetzt gleich waren. Scheiße, komm. Was macht die Karte? Okay, nur noch diesen Schlängelweg. Sind wir gleich da. Wir müssen ja vor Tomasino da sein, der ja seinerseits ein echter Profi ist. Ja, wahrscheinlich auch weiß, dass Profis vermeiden sollten, zu schnell zu fahren, weil sie dann von der Polizei leichter erwischt werden. Dementsprechend vielleicht gar nicht schlecht, dass er so ein Profi ist.
Viertel der Zeit haben wir noch, das sollte klappen. Aber auch wirklich mal ganz ordentlich jetzt funktioniert zur Abwechslung. Jetzt hier nochmal rum. Dann wird es mir ein bisschen knapp. Okay, sind fast da. Mein Glück. Jetzt hier rüber. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn wir hier durchfahren. Immerhin wollen wir in den Arsch retten. Ah ja, komm, was mache ich hier denn? Ich will doch aussteigen. Okay, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, aber jetzt sind wir auch schon da. Leo, das haben wir gut geschafft. Leo, bist du da? Leo! Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab oder ich schieß dir ein zweites Leo, Loch in Leo, Leo, lass das! Ich bin's, Vito! Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen Leo, sollen. Leo, wir haben keine Zeit. Sie wollen dich aus dem Weg räumen. Du musst weg hier! Was? Komm rauf, Vito. Hier kriege ich kalte Füße. Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Alter, Leo. Sag mal, du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier, du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft, jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden. Dort, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen. Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen. Ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Verdammt, so spät. Sie sind da. Scheiße. Oh, Scheiße, Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken. Schnell. Okay. Und, liebe Freunde, ob das klappt, seht ihr in der nächsten Folge, wenn es jetzt mal wieder ein bisschen actiongeladener wird. Yippie, hey. Bis dahin. Ciao.